Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5 auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich gerne in Niederhaubach noch einmal unsere... Oh, gar nicht. Haben wir schon. Dann können wir jetzt schon unsere Bahnlinie hier in Betrieb nehmen. Ist das nicht geil? Erstmal nur mit einem Zug. Weil wir quasi auch nur... Wie ist das denn jetzt so? So, ja, dann können wir jetzt hier, unsere Linie haben wir letztes Mal schon angelegt, unseren Zug aufpacken. Nehmen wir denn da mal? Den Zeitrail hatten wir jetzt letztens schon mal genommen. Ich hatte jetzt letztens gerade erst noch die alte DDR-Lok gesehen, die 100, oh, 155? Hat hier so ein Auto zugezogen. Das ist die 150, kann auch sein, dass die 150 war. 155 überhaupt? Ich habe keine Ahnung, hier zumindest nicht. Oder war das die? Luxemburg, Frankreich, Intercity. Das wird schon irgendwie ein bisschen was Älteres sein, ne? Aber hier unten werde ich ja nichts Älteres mehr finden. Die Lok echt geil finde. 180? Als auch Güterzug. Aber die Lok hatten wir noch nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal die. Lok wurde ganz über 120 ist ja auch perfekt. So, dann. Ja, jetzt können wir uns überlegen, wir brauchen ein bisschen Benzin, müssen wir ja vielleicht mitnehmen, ne? Wir können jetzt auch wieder so einen Containerzug machen. Und ich möchte eigentlich hauptsächlich gerne hier wirklich die LKWs draufsetzen. Ich würde deshalb sagen, wir nehmen jetzt hier zwei von denen und jetzt den ganzen Zug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Aber der muss noch mal weg, der letzte. Mir ist das noch ein bisschen zu wenig. Der kann ruhig noch ein bisschen mehr. Ah, ich habe gar keine Baumaterialien. Na, ist mal weg. Wir müssen natürlich erst noch mal sorgen, dass wir auch ein paar Baumaterialien mitnehmen. Dann nehmen wir wieder den Flat für, weil er endlich ganz cool sieht, weil er so ein paar Rohre transportiert. So, und jetzt nehmen wir unsere LKWs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, das sollte eigentlich erstmal reichen. Dann packen wir den jetzt auf die Linie drauf und gucken uns auch einmal die Lok an. Sieht ja cool aus. Wir fahren doch jetzt auch unten jetzt 113, ne? 100 km/h. Echt jetzt? Deswegen denn 100? Wegen dem? Na gut. Das ist jetzt das, was ich meine. Jetzt ist hier der zu. Ihr könnt jetzt rein theoretisch einer stehen und hier auch. Naja, gut. Die klingt, glaube ich, auch ziemlich gut, ne? Innen hier auch schön mit den Schaltschränken und so. Ja, cool. Ja, jetzt fährt der natürlich einfach da durch. Ja, gut. Natürlich.
Natürlich nicht so schön. Dann gucken wir natürlich auch einmal zu. Also jetzt halt mal ein bisschen vorlaufen. Wenn wir mal gerade die Musik runterstellen, können wir mehr von dem Sound genießen. Klingt gut. Der Sound gefällt mir echt. Auch diese, auch detailliert ziemlich, ne? Wenn ihr jetzt mal so guckt. Geht jetzt mal gerade noch ein bisschen langsamer. Jetzt mal hier so rauf guckt, von dem Lokführer, den ganzen Hebel da. Hier so eine Kaffeekanne, wie ich das richtig sehe. Geil. Ich hätte den Zug natürlich jetzt auch wenigstens einmal klonen können. Gut, er fährt jetzt halt nur 100, ne? 20 km/h langsamer. Wegen den Flats, ja. Oder... Ich glaube, der fährt nicht wegen den Flats, sondern wegen den... Wegen den anderen hier nur 100. So, dann suchen wir sie nochmal raus über hier unten mehr. Da war sie. Hier gibt es sogar auch ein Blau. 60er Jahre. Schnellzugverkehr in der City ist geschehen 160. Ah, nee, dann ja. Ich weiß, es gibt dann ja wieder welche, die dann da wieder rumnöseln. Hatte ich die jetzt? 160. Die 100. Doch, das ist die. Ach so. Hä? Bin ich gerade verwirrt. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ne, die habe ich genommen. Die 230 habe ich genommen. Genau. 230. Die ist hier 155. Die habe ich gesehen. Ja. Na gut, aber dann müssen wir den gleichen nehmen. Nehmen wir die nochmal. Güter. Ja, die fährt natürlich jetzt echt nicht so wahnsinnig schnell, ne? Aber egal, wenn wir da zwei Gleichzüge drauf haben, ist das schon in Ordnung. Dann passt sich das ja quasi gegenseitig an. Von daher ist das dann okay für mich. So. Weil der kann mich 113 dabei. Oh ne, die muss ich auf Steinchen. Das Problem ist halt, dass die hier nur 100 können. Ja. Das ist halt ein bisschen doof. Oh, na gut. Kann man ja so nicht ändern, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie lang war der denn jetzt? 962 Meter. Schlusswagen. 372 Meter. Perfekt. So. Den anderen nochmal gerade suchen. Der müsste jetzt gerade hier angehalten haben, ne? Oh. Der ist ein bisschen zu lang. Der ist noch 320, ne? Hey? Hey? Egal. Das muss er jetzt aushalten. So. Zack, fahren wir gerade mit. Jetzt heißt es aber nochmal richtig schnell vorlaufen. Obwohl, können wir hier nochmal gerade rein und gucken uns das Spiel einmal von unten an. In der letzten Folge haben wir das ja von oben gesehen. Ja, sieht doch auch gar nicht so schlecht aus.
Egal, wenn jetzt noch der Intercity kommt. Oh, da kommt sogar einer. Sehr schön. Vielleicht können wir hier mal gerade das... Ah, nee. Muss ich gleich mal gucken. Ja, er fährt halt nur 100, ne? Ist halt kein... Kein Rennzug. Aber na gut. Dass wenn alle Züge auf der Strecke so fahren, dann ist es ja in Ordnung. Oh, jetzt habe ich gerade was entdeckt, was nachher zu einem Chaos führen würde. Wir haben gar keine Signale hier auf der Strecke. Sprich, er wollte gerade immer schön in eine Richtung fahren. Das wäre natürlich jetzt in der Box gegangen. Können wir nochmal gerade gucken. Züge. Ja, jetzt läuft's. Okay. Ja, so wahnsinnig viele Signale brauchen wir hier gar nicht. Weil bei zwei Zügen, was willst du da großartig machen, ne? Ja. So. Kommt hier nochmal hier hin. Ja, reicht es eigentlich schon? Ist schon was mitgenommen jetzt? Ne, hat noch nichts mitgenommen. Ich bin überhaupt mal gespannt, ob da so etwas rüber transferiert wird. Wie voll sind denn jetzt die Züge? Der fährt weg. Der kommt. Oh ja, er wird voller. Aber immer noch keine LKWs geladen. Das dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen. Das Problem wird eher sein, dass unsere Produktionen hier ausgereift sind und nicht mehr nachproduzieren können. Wenn wir diesen Monster-Lag verarbeitet haben, gucken wir uns das einmal an. So, jetzt gucken wir uns das einmal an. Wir haben jetzt hier, das sind eigentlich die neuen Fabriken, ja? Nee, die kann mehr. Kann auch mehr. Die kann definitiv auch noch mehr. Das sind alles keine Firmen, die hier sind. Die kann bestimmt auch noch mehr, wenn ich die jetzt mal anklicken könnte. Ja, alles klar. Also, die hier, die kann vielleicht nicht mehr. Ah doch, Moment geht's. So, das ist halt ein Problem. Ich weiß nicht, ob die hier schon jetzt produziert. Ich glaube nicht, die funktioniert noch nicht. Die hat schon maximale Auslastung. Also seht ihr, das funktioniert nämlich noch nicht. Wir haben jetzt hier allerdings den Transport. Zu wenig LKWs oder was? Ich möchte gerne sehen, wie viel hier am Terminal stehen. Ah. LKW-Rohöl. Na gut. Ist der Zug gerade abgedampft hier? Ah ja, da kommt da gerade an. Wie viel hat der denn jetzt dabei? 241. Die Linie ist auch schon ganz gut im Betrieb mittlerweile. Muss ich mal gerade... Ah, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich bin nämlich gerade dabei, für euch ist es natürlich jetzt schwer nachzuvollziehen, was ich nämlich jetzt sage. Morgen fliege ich ja nach Manchester bzw. Liverpool. Das ist natürlich für euch jetzt schon 4 Wochen her, also für mich. Jetzt musste ich gerade, hatte mein Kollege gefragt, wann meine Flugzeiten sind, weil ich dann ankomme. Der ist jetzt aber noch nicht so wirklich voll. Er nimmt zwar schon was mit,
Aber es steht immer noch kein LKW drauf. Es könnte mehr werden. Ich glaube hier auch dieser Nachschub hier. Hier, das ist jetzt ja nicht alles für Güter-Benz. Ihr Transfer, seht ihr das hier? Und da müssen wir dann noch mal gucken, dass sich vielleicht noch ein bisschen ausbauen können. Der Zug, der hier ankommt, der müsste auch auf jeden Fall mehr mitnehmen. Seht ihr hier? Der muss mehr mitnehmen. Das schafft er aber nicht. Das schafft nur 160. Sprich, wir könnten den nochmal umbauen. Den bauen wir nochmal gerade um. 200 Meter ist jetzt lang, ne? Nehmen wir das hier nochmal weg. Machen wir ihn mal ein bisschen kürzer. Und stellen ihn jetzt... Was wollt ihr denn mit dem Brot? Stellen ihn hier wirklich nur auf Brot um. So kann er nämlich jetzt... 80 Einheiten Brot ist mir ein bisschen zu wenig. Obwohl, jetzt nimmt er 40 mit. Bitte kaufen. Ja, danke. Wenn wir jetzt auf unseren Long Cap hier gehen, ich glaube, der kann nämlich am meisten mitnehmen, oder? Ne, der hier. Könnte der jetzt auf 30? Okay, das sieht aber scheiße aus. Wo ist er denn, der Flat? Der war doch hier irgendwo. Also. Wenn wir jetzt den Flat nehmen, der kann halt 29. So, jetzt haben wir 4 mal 29 sind jetzt über 100. Wie lange kann ich denn den Zug machen? 60 Brot nur. Ah, das ist natürlich jetzt echt doof. Wir werden den jetzt mal ersetzen. Und dann gucken wir gleich mal. Fahren wir dann nochmal mit. Ach so. Der Bahnhof ist nur 200 Meter lang. Aber das packt man doch. Ne, jetzt stehen wir hinter einer Lok drinne. So, jetzt können wir aber 60 und 174 mitnehmen. Also ist ja schon mal ein bisschen mehr. So, wie weit geht er hier jetzt rüber? War der schon ganz in ein Stück? Im Prinzip ist er zu lang. Im Prinzip ist er zu lang. Aber wir müssen halt irgendwie sehen, dass wir auch die Güter mittlerweile mal versuchen ranzubekommen. So, es hat jetzt... Brot hat er zu wenig mitgenommen. Brot warten jetzt hier immer noch 100 Einheiten. Obwohl er jetzt ja schon 20 mehr nimmt als vorher. Das heißt, wir können den Zug nochmal ändern. Wir können einen davon wegmachen. Obwohl, wenn das steigt, dann steigt es halt, ne? Aber dann können wir nochmal einen hiervon nochmal ranhängen. Und dann macht er auch nur noch Brot. Dann haben wir 80 Brot, was wir mitnehmen können. So, dann geht der nur auf Brot. Sofort ersetzen. Ist der Zug sogar noch ein paar Meter kürzer geworden wieder. So. Ah. Ah, würde man sagen, mit Prell an Prell, ne? Passt gerade so rein. So. 145 und 80 kann er. Guck mal, die Zeit, ob ich ihn jetzt auf langsam oder schnell laufen lasse. Ist jetzt kein großer Unterschied, weil das so am Längen ist. Machen wir noch einmal kurz mit. Guck mal, wie das dann aussieht.
War das nicht ein schöner Leck? Ach, der war doch nur zu, der war doch kurz, meine Freunde, Mensch. Da dürft ihr euch doch nicht drüber aufregen. Hallo. Wir sind hier bei Transportfieber. Hier gibt's keine Lecks. Das sind alles nur Laderuckler. Jetzt haben wir hier drüben aufgebrot. Hast du Brot? Aber das geht alles nach Benz. Nee, Transfer. So, was nimmt er jetzt mit? Wahrscheinlich wieder voll. Sieht das optisch schon mal ganz gut aus. 80 und 126. Ja, doch. Das gefällt mir jetzt schon mal persönlich besser. Gucken wir noch einmal ganz kurz. Ist ja gerade abgehauen. Hier hinten sind sie. Hat immer noch keine LKWs geladen. Jetzt kommen auch noch zu wenig Waren an. Waren sind ja hier nun auch noch mehr als genug. Da, Kunststoffgüter. Da waren 300 Einheiten. Ja, da können wir natürlich jetzt noch ein paar LKWs draufsetzen. Oh, wir sind schon am Ende der heutigen Folge eigentlich angekommen. Die natürlich jetzt erstmal nur Güter transportieren. Ah, toll. Kann man es nicht auf alle stellen. Nur Waren. So. Die dann da nochmal drauf rumdüsen. Gut, meine Freunde. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge nochmal, dass wir alles noch so ein bisschen optimieren können. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Ciao, euer Mr. Bosen.